Moin und herzlich willkommen zur 1050. Hochstoff, Tagesausgabe der Informationsdata am Donnerstag, dem 10. September 2015. Und Freunde, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe meinen Rechner zurück und es funktioniert auch so, wie es soll. Es stürzt nicht ab. Ich habe mein Mikro zurück, meine Aufnahmesoftware habe ich zurück und ich kann in Ruhe wieder arbeiten. Es ist das reinste Erlichement. Es läuft bei mir, würde ich fast sagen. Und wissen Sie was? Unsere Webseite ist auch endlich online. Man glaubt es nicht. Und wissen Sie, ich wollte gerne eine Webseite machen, die nicht so überladen ist. Wenn man auf diese Finanzinformationsseiten geht, ich glaube, so muss ich unsere Seite auch nennen, die sind so überladen und noch eine News und noch eine Nachricht und klick hier drauf und noch eine Werbung. Und ich wollte eine Seite machen, auf die man gerne geht. Und wenn Sie möchten, können Sie unsere Ausgaben unter erfolgreich handeln, Asset-Analysen sich durchlesen, alles schön sauber, übersichtlich, kann man sich in aller Ruhe durchlesen. Und ganz wichtig, hier Mentor-Programm vom 6. bis 8. November. Wenn Sie hier draufklicken, können Sie sich gerne über unser Mentor-Programm informieren und ich setze einen drauf on top, wenn Sie sich über unser Kontaktformular bei uns melden, mache ich Ihnen ein ganz besonderes Angebot für das bevorstehende Seminar. Ich kann es Ihnen auch sagen, Sie bekommen dann 15% Preisnachlass, weil ich mich freue, wenn die Leute momentan auf unsere Seite gehen, sie nutzen und so weiter und so fort. Wir ziehen gerade so nach und nach um. Unsere Blogseite gibt es auch nach wie vor. Die Trägerliste führen wir noch darüber. Das werden wir noch in den nächsten Tagen umstellen. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie unsere Webseite besuchen würden. Dann natürlich Sportnachricht des Tages. Deutschland verliert gegen Italien bei der Eurobasket 2015 in der Verlängerung. Dirk war Eis. Also Eis ist beim Basketball im Sinne von unterirdisch. Der hat nichts getroffen. Trotzdem war es großartig, den Mann zu sehen. Dennis Schröder war großartig, hat aber in der Verlängerung es geschafft, 3 Turnover zu bringen. Wilde Spiele hat er gemacht. Nichtsdestotrotz, ich hatte großen Spaß. Mit meiner Freundin da haben wir richtig schönen Tag verlebt. Und ich muss Ihnen sagen, ich muss jetzt Gas geben. Ich muss jetzt das entscheidende Spiel heute noch gegen Spanien gucken. Und damit der Blick auf die Rohstoffe-Liste. Und wir sehen, den Spruch habe ich schon lange nicht mehr gebracht. Die Rohstoffe spielen wieder My Fair Lady. Es grünt so grün. Crude plus 2,2%, Brent plus 1,2%, Palladium plus 1%, Silber plus 1%. Gold weitestgehend unverändert und Platin am schwächsten mit plus 0,14%. Der Goldpreis über den Stundenchart. Sie erinnern sich, wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass der Markt, nachdem er hier diese Konsolidierung bullisch aufgelöst hatte, dass das erste Ziel 1130 ist, maximal kann es in Richtung 1166 gehen. Mehrfache Widerstandszone, Doppeltop runtergekommen, haben wir getradet. Dann gab es hier die Bärenflagge, hatten wir miteinander besprochen. Hat er das gemacht und zuletzt hatte ich Ihnen gesagt, das mutet hier an wie ein absteigendes Dreieck, wenn es bärisch aufgelöst werden würde, dann erstens muss man sich darüber im Klaren sein, dass im Bereich der 1109 Dollar die 61,8% Retracement-Marke dieser bullischen Bewegung ist, von hier unten da oben hin. Ansonsten wäre eine logische Zielzone im Bereich der 1100. Der Markt macht 1101 Dollar und 36 Cent, arbeitet diese Zielzone damit ab. Wir laufen in eine potenzielle Unterstützungszone. Gleichzeitig bleiben wir in einer Bullenflagge. Das ist die Stange und das ist die Flagge. Das Problem dieser Flagge ist, dass wir jetzt mittlerweile unter die 61,8% Retracement-Marke gefallen sind. Das bedeutet für den Fall, dass der Markt tatsächlich irgendwann mal diese Flagge bullisch auflösen möchte, die Kraft der Bullen voraussichtlich nicht reichen wird, um ein höheres Hoch zu machen. Bedeutet also, das Ziel wäre maximal wieder hier in diesem Bereich, es sei denn, etwas Überraschendes passiert. Rein der technischen Lehre nach ist es so, dadurch, dass wir hier die 61,8% Adjustment-Marke aufgegeben haben, ist die Wahrscheinlichkeit für ein höheres Hoch in der nächsten Bewegung nicht so groß, ist geringer als 50%. Wenn wir uns das Ganze jetzt auf Tageschartbasis anschauen, folgendes ist ganz wichtig. Also, wir sind überverkauft. Das Momentum unterstützt gerade eher die Bären. Wir sind unterhalb der 20- und der 50-Tage-Linie. Wir sind unterhalb dieser horizontalen Zone. Es hat hier, das war Widerstand, da wurde es Unterstützung, dann war es Unterstützung, dann war es bärisch aufgegeben, damit gekämpft, wir sind unten drunter. Das bedeutet, dass die Bullen jetzt eine doppelte Widerstandszone haben. Natürlich die horizontale im Bereich von 1117 bis 1120 und die reicht bis hier oben hin an die 20-Tage-Linie, an die 200-Stunden-Linie, an diesen Peak, was wir gemacht haben bei 1132. Erst wenn die Bullen es schaffen, also
Diese Zone bei 1130 aus dem Weg zu räumen, gibt es Potenzial für eine Fortsetzung. Jetzt aktuell. Das kann sich verändern, das ist dynamisch, die gleitenden Durchschnitte verändern sich und so weiter und so fort. Bleibt der Markt hier eine Weile in dieser Seitwärtsbewegung kleben, dann müssen wir uns fragen, okay, warte mal, schaffen es denn die Bären möglicherweise, lassen Sie mich das bitte einmal anpassen, schaffen es die Bären möglicherweise hier eine bärische Fortsetzung zu machen, unter die 1100 zu fahren und dann möglicherweise hier an die untere Begrenzung dieses Kanals ranzulaufen in Richtung 1080 Dollar. Die Frage kann ich Ihnen gerade nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn man dieses absteigende Dreieck getradet hat, war das hier eine gute Zone, um Teilgewinne zu realisieren, Stop-Loss enger anzupassen. Und das ist jetzt wiederum eine Zone, wo ich gucken will. Es fällt Ihnen immer auf, es gibt immer Phasen, da wird eine Formation aufgelöst, da wollen wir etwas machen und dann gibt es wiederum Phasen, da muss sich eine neue Formation bilden. Hier muss ich zeigen, gibt es so wie hier ein Fortsetzungsmuster im Sinne der Bären oder gibt es eine Trendumkehr? Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht schneller sein als die anderen. Ich möchte immer langsamer sein als die anderen, denn wenn ich langsamer bin, habe ich die höhere Wahrscheinlichkeit. Dafür zahle ich einen teureren Preis, wenn ich kaufen will, oder ich verkaufe zu einem billigeren Preis. Das wiederum, jetzt zu viel kaufen, erkaufe ich mir mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit. Wenn wir uns Silber anschauen, Silber ist so ein bisschen same, same, no difference. Also, mit dem Unterschied, dass Silber hier noch nicht gefallen ist. Was auffällt, und das würde ich Ihnen gerne über den Stundenchart gleich zeigen. Vorher, Tageschart, K-Linie steigt, D-Linie steigt, Momentum steigt. Wochenchart unterstützt gerade die Bullen nicht. Wenn wir uns den Stundenchart anschauen, was mir auffällt, ist die 15 Dollar wird ganz schön häufig gehandelt. Schauen Sie es mal an. Moment. So, also hier war man Spike, da war man Spike, hier war man Spike, hier war ein Spike. Da sind wir drüber gegangen. Hier war es volatil, ging es drüber und drunter. Hier war es auch volatil und dann wieder an die 15 Dollar, wieder an die 15 Dollar. Also das ist eine Marke, um die der Silberpreis gerade oszilliert. Also wichtige Widerstandszone. Wenn ich jetzt nochmal kurz in den Tageschart zurückgehen darf, schauen Sie, wir haben ihn hier knapp drunter, die 20-Tage-Linie und knapp drüber die 50-Tage-Linie. Würde also bedeuten, bricht die 15 Dollar, haben die Silberbullen das Potenzial, Zakatumski zu machen. Also möglicherweise hier eine Bewegung zu machen in Richtung 15,30 und an diese ehemals trendunterstützende und jetzt trendbegrenzende Linie, wenn es eine sehr starke bullische Bewegung wird, in Richtung 15,60. Natürlich müsste man, wenn das passierte, seine Position managen systematisch, um zu gucken, hat er denn auch die Kraft dahin zu gehen oder kommen die Bären möglicherweise früher in den Markt? Eine Sache bitte ich nur zu bedenken. Ja, es könnte hier ein aufsteigendes Dreieck sein. Ja, es könnte aber auch immer noch diese, ich will das Wort nicht aussprechen, diese etwas schwierige Bärenflagge sein, die immer wieder bärisch und wieder bullisch und so weiter und so fort aufgelöst wird. Will sagen, wenn die 15 Dollar bricht, und der Markt dann hier zum Beispiel so nach oben und nach unten und dann nach oben läuft und dann immer noch hier in dieser Flagge drin steckt, dann wäre ich vorsichtig. Innerhalb dieser Flagge. Dann will ich wissen, was ist für ein Volumen da? Wie sehen die anderen Zeiteinheiten aus? Will ich denn innerhalb dieser Flagge tatsächlich dann nochmal etwas auf der bullischen Seite traden? Mir persönlich wäre es viel lieber, wenn der Markt eine so dynamische Bewegung macht, dass er vielleicht sogar hier aus diesem Kanal ausbricht und dann entweder auf dem Kanal aufsetzen, bestätigt oder vielleicht sogar die 15 Dollar holt. Ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn eine solche Zone, die so häufig gehandelt worden ist, dass es dann auch nochmal angelaufen wird, wenn sie bullisch aufgelöst worden ist. Also 15 Dollar, ja, wichtige Marke, gebe nur zu bedenken, es gibt eine trendbegrenzende Linie. Ich kann Ihnen jetzt gerade nicht sagen, die ist wichtiger oder die 15 Dollar ist wichtiger. Möchte ich auch gerade gar nicht. Wollen wir den Chart entscheiden lassen. Wenn wir uns Airbob Gasoline anschauen, über den Tageschart, also, wir kriegen gerade wieder eine Verkaufsformation, das Momentum zeigt nach oben. Was mir auffällt ist, schauen Sie sich das mal an, wir haben hier einmal kurz über die 20-Tage-Linie, okay, nochmal ganz kurz über die 20-Tage-Linie, nochmal ganz kurz über die 20-Tage-Linie und dann jedes Mal abverkauft. Aber wirklich auch so abverkauft, dass es lange nicht mehr die 20-Tage-Linie berührt hat. Jetzt wieder die 20-Tage-Linie abverkauft, die Bullen nächsten Tag klopfen wieder an. Übernächsten Tag klopfen sie wieder an. Dann klopfen sie wieder an. Jetzt klopfen sie wieder an. Also die haben jetzt die 20-Tage-Linie schon ganz schön bearbeitet. Und je häufiger Bullen oder Bären an einer potenziellen Widerstandszone anklopfen, desto schwächer wird sie dann auch. Und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Marktteilnehmer diese Marke erkennen und dann auch etwas auf der bullischen Seite traden wollen. Will heißen, bricht diese 20-Tage-Linie, haben wir das Potenzial,
eine bullische Bewegung zu machen. Möglicherweise hier in Richtung der 1,49 bis 1,50. Das wären von der aktuellen Situation her, wenn man so an die 1,50 geht, wenn das immerhin 6-7%. Es gibt eine Sache, die man auch hier nach meinem Dafürhalten beachten muss. Also, wir haben hier einen Trendkanal. Okay, gleichzeitig, wenn das eine Bullenflagge sein will, das ist die Stange, das ist die Flagge. Die 20-Tage-Linie ist hier irgendwo. Da ist auch die 200-Stunden-Linie. Wenn sie bullisch aufgelöst worden ist, dann würden wir vielleicht hier an diese trendbegrenzte Linie, an die obere Begrenzung der Flagge rantraden. Also würde es mich interessieren, wie geht der Markt durch die 20-Tage-Linie? Geht er möglicherweise durch die 20-Tage-Linie, was sehr wichtig ist, scheitert hier dran, schwächt diese Linie, kommt dann wieder zurück? Dann wäre es vielleicht interessant, ansonsten Bruch dieser Flagge, um eine Fortsetzung auf der bullischen Seite zu traden. Auch bei Crude sage ich Ihnen, also WTI, sagt man ja im deutschsprachigen Raum, also nicht Brent, sondern WTI, sage ich Ihnen, also das, was der hier macht, mutet ein bisschen mehr bullisch an, mit der Möglichkeit der Fortsetzung in Richtung $50. Und wenn man jetzt nicht weiß, wie man seinen Einstieg berechnet, wenn man nicht genau weiß, wo man seinen Stop-Loss setzen kann, wenn man sich nicht auf seine Fertigkeiten verlassen kann, dann ist natürlich die Versuchung besonders groß zu sagen, ich steige schon mal ein, weil der Markt mir ja weglaufen könnte. Zum Beispiel an der 20-Tage-Linie. Mit dieser ehemals trendunterstützenden bärisch aufgelöst, mit Zakatomski zurückkommt, ist jetzt Trendunterstützung. Ja, kann man machen. Hier haben Sie aber vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von 30%. Und wo man so richtig den Stop setzen kann, weiß man auch nicht. Was kann ja auch sein, dass der Markt zum Beispiel so einen langen Schatten macht und dann wieder zurückkommt und dann läuft und er sich zum Beispiel abholt. Also setzt man keinen Stop-Loss. Also hat man hier ein riesig großes Risiko. Das heißt, man denkt sich, ja, ich kaufe mir einen K.O.-Schein hier unten und dann möchte ich gerne hier oben hin traden. Das bedeutet, man hat dann ein Chancen-Risiko-Verhältnis von, also Risiko $17, Chance $9. Selbst wenn es an die 15,50 geht, $13. So. Und dann hat man erstens die geringere Wahrscheinlichkeit und zweitens das schlechtere Chancen-Risiko-Verhältnis. Und das ist der Grund, warum so viele Kleinanleger so viel Geld verlieren. Wenn man aber weiß, was man hier machen kann, wenn man sich auf seine Fertigkeiten verlassen kann, dann fällt es einem ungemein leichter darauf zu warten, dass es eine Bestätigung gibt. Und die Bestätigung kriegen wir erst, wenn diese trendbegrenzende Linie bullisch aufgelöst ist, wenn wir über die 200-Stunden-Linie gehen, also im Moment im Bereich der 46,30. Schauen Sie, wir haben jetzt hier auch diese Wimpelformation bärisch aufgelöst. Ja, der kann hier auch abverkauft werden. Ich möchte nicht in Richtung der 20 Tage in dieser trendunterstützenden Linie über den Tagesstart etwas shorten. Und auch nicht mit dem, wie hier die Stochastik und das Momentum aussehen, noch der Wochenchart. Zeigt zumindest an, dass wir das Potenzial haben, über den Stundenchart, über den 4-Stunden-Chart hier eine Bewegung in Richtung $50 zu machen. Ich brauche aber eine Bestätigung, um diese Fortsetzung auf der bullischen Seite traden zu wollen. Wenn Sie keine Lust mehr haben, anderen nachzutraden, wenn Sie keine Lust mehr haben, sich nicht im Klaren zu sein, was Sie eigentlich machen, dass Sie eine Position eingehen und 2 Minuten später sich denken, ach, was habe ich hier eigentlich gemacht, der andere sagt das. Wenn Sie Ihre eigenen Fertigkeiten traden möchten, melden Sie sich gerne bei uns und informieren Sie sich über unser Ausbildungsprogramm. Das Beste ist, wenn Sie nach dem Seminar denken, ich habe nichts gelernt, überhaupt nichts gelernt. Die Videos, das Seminar ist für Sie kostenfrei, kriegen Ihr Geld rückerstattet und nehmen dann nicht am 6-monatigen Mentorprogramm teil. Last but not least, kennen Sie bitte Ihr Risiko und traden Sie Ihr Risiko immer mit einem Stop-Loss. Wenn Sie mögen, nachher ist unser Devisen-Chief Tom für Sie da, hat, finde ich, schöne Setups ausgepackt. Zu Euro japanisch Yen, US-Dollar japanisch Yen gucke ich mir auch im Moment an. Gibt es heute bestimmt ein Update dazu. Und natürlich morgen früh wieder die Ausgabe in der Einzelwerte-Sektion. Dann schauen wir auf den DAX und auf Einzelwerte und natürlich dann danach Silvio für diese Minor 9 Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamed Asnahshari und selbstverständlich wünsche ich Ihnen vom Herzen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrainern doch bitte gewogen.